Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen wieder bei City Skylines hier auf Twitch und auch auf YouTube. Und, es ist, was soll ich sagen, Karneval und da dachte ich mir, da kann man das Ganze doch auch mal ein bisschen mit in den, habe ich Ton hier überhaupt? Warte mal. Ja, habe ich. Da kann ich aber direkt Musik anmachen, oder? Und, Snass fährt hoch, Snass fährt hoch. Und Musik. Das passt aber nicht, ich will gerade mal. Das ist ganz gut. Moment. Kleine Problemchen. Weil, wir machen es heute ein wenig anders. Und zwar, der neue Bürgermeister ist da, wie sehe ich denn aus? Ja, also, ich bin der neue Bürgermeister hier, ne? Und wir werden jetzt mal gucken, was der Vorgänger hier alles hinterlassen hat. After Dark Stream. Laden wir mal. So. Und ich habe auch, ich streame derzeit mit OBS Multiplattform. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß dort nicht. Boah, dieser Bart, der fusselt voll. Sieht ein bisschen aus wie so ein Seehund. Egal, lad doch mal unsere Stadt hier. Komm. Lad mal. Bin ich zu laut? Kann das sein, dass ich selber ein Ticken zu laut bin? Wir sind da. Wir haben Ton. Sehr gut. Alles ist noch da. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Wir werden einfach wieder ein bisschen auf uns losbauen. Aber diesmal halt mit Webcam. Und passend dazu, warte mal. So, das ist jetzt nicht After Dark Stream. Das ist jetzt Ludendorff. Jawohl, ja. Was ist da hinten los? Achso, das war ja beim letzten Mal schon, ne? Hier war unsere Umbrella Corporation. Alles klar. Es ist natürlich wieder Nacht. Wir starten hier wieder in der Nacht. Moment, Studio-Modus kurz aus. So. Muss noch ein bisschen in OBS Multiplattform reinfinden. Fusselt voll. Alter Schwede, ist das am Fusseln. So, genau, wir haben ja hier ausgebaut. Machen wir am besten da mal direkt weiter, weil ich sehe schon, wir haben Bedarf, aber hauptsächlich an Industrials. Oh Gott, ich hoffe, das funktioniert hier mit dem OBS Multiplattform. Sieht eigentlich ganz gut aus, alles. Laut Dings habe ich Ausschlag, Desktop, Mic Aux, ja. Ach ja, Questa Verde, stimmt ja. Hier wurde ja nicht gebaut. Was ist denn da schon wieder los? Oh yeah, ja. Jut. Blockiert mein wunderschönes Gesicht eigentlich hier irgendwelche wichtigen Informationen? Nein, gut. Sehr gut. Überall Haarfusseln, überall Bartfusseln. Überall. Alles voller Bartfusseln. Meilensteine. Uns fehlen noch. Ja, gar nicht mal viel. 4000 weniger. So. Okay. Resis können wir mit dienen. Resis sind überhaupt gar kein Problem. Nehmen wir wieder Low Dance, ne? So. Aber Industrie ist schon ein Problem. Was hatte ich denn davor beim letzten Mal? Ach, der Knast, stimmt. Davor oder was? Was fährt denn da? Was ist das? Achso. Was bist du? Ein Taxi. Transportiert Passagier nach Gefängnis. Sitzt da denn schon jemand? Oh. 84 Leute im Knast. Yeah. Bringt also was. Sehr gut.
Mein Bart ist so schief. Warum ist der so schief? Manno. So, Industrie. Die wollten wir hier hinbauen. Sollen wir da einfach mal noch ein bisschen erweitern? Einfach so nach dem alten Schema? Ich meine, einfach so nach dem alten Schema. Nein. Ja. So. 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 Ich glaube, wir brauchen ganz schön viel an Industrials. Oh Gott. Bloß nicht abfallen. Ich glaube, wir brauchen ganz schön viel. Da kann ich eigentlich direkt schon mal weitermachen hier. Nee, ich mache von hier aus. Falsch. 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 Richtig. So, mit so einem toten Otter im Gesicht, da ist die Konzentration irgendwie doch leicht eingeboost. So. Und einmal. So. Mal gucken, ob es reicht. Was machen unsere Resis? Ja, so langsam, 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 langsam. Langsam wird's gebaut. Sehr gut. Kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken? Das wird eine Herausforderung. Kreuzungen und Verkehr. Ja, aber es fließt doch, es fließt. Es fließt. Naja, jetzt steht's. Weil die wieder hier alle nur eine Spur benutzen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Okay. Bedarf geht gerade runter. Hier ist jetzt alles ausgebaut, ne? Jo. Da wird auch gebaut. Was macht denn unsere Cabin in the Wood hier oben? Schon irgendwelche Opfer? Ne? Obwohl, wir haben ja schon mal gesehen, wie ein Polizeiwagen da lang gedüst ist. Okay, was hatte ich denn vor? Genau. Oh, Wasser. Erstmal Wasser natürlich. Wir haben aber kein generelles Wasserproblem hier, oder? Abwasser ist ein bisschen knapp, aber da wollten wir ja auch noch was ändern. Na gut, die haben einfach ganz normal kein Wasser. Das kann man ja leicht beheben. Einfach so hier. So. Ja. So, ich muss immer ein bisschen rüber gucken nach OBS. Ob da auch alles korrekt läuft. Was war denn hier unser Einkaufszentrum hier, was wir ziemlich am Anfang gebaut haben? Das ist gut besucht, ne? Einkaufszentrum der Mäßigung. Das ist ganz gut besucht. Entschuldigung. So, da hinten, genau. Wir wollten gucken, ob wir hier hinten nicht vielleicht sogar noch einen Bahnhof hinkriegen. Einen Bahnhof, der Sachen direkt in... Man hört nur Ingame-Sound, kein Meek. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich krieg grad, man hört nur Ingame-Sound, kein Meek. Okay, dann, komisch. Einstellungen. Audio. Das ist aber korrekt. Hört man jetzt was? Hört man jetzt irgendwas? Nee, ne?
Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz mit dem Chat quatschen. Ob man mich hören kann. Das ist natürlich die Kacke, ne? In der Aufnahme war es drin. Also wenn man jetzt hier testet. Mal kurz auf eine Rückmeldung warten. Ist ja immer gut, wenn Feedback kommt, ne? Immer gut, wenn Feedback kommt. Bis jetzt leider nichts. Okay, dann machen wir das anders. Warte, warte, warte. Bäh. Oh, 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 oh. Oh, da kommt ein Feedback. Hört man jetzt was? Hört man was? Hört man was? Ich warte nochmal kurz. Was habe ich denn da jetzt aus lauter Panik in die Pampa geboxt? Ein Busdepot. Ach du Scheiße. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt sagt er, jetzt der Sharky XX. Hi übrigens. Herzlich willkommen in Ludendorff beim neuen Bürgermeister. Depp, 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 depp. Mixer, Mixer, Mixer. Ich glaube so. So geht's. Schreibt bitte nochmal definitiv, ob ihr mich jetzt hört. Ich habe hier das. Ich habe mir jetzt hier OBS Multiplattform installiert. Und das ist der erste Livestream damit. Buffert aber ständig. Bäh. Warum? 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 Buffert ständig. Also hier habe ich jetzt keine Probleme. Also wird zumindest keine Probleme angezeigt. Ach ja, so ist das immer. So ist das. Bitrate ist eigentlich alles so wie gehabt. Alles so wie gehabt. Okay, wartet, wartet, wartet. Wir machen einmal kurz einen Gegencheck, ja? Gleich wieder da. Einen Moment, einen Moment. Hi, Connected Noob. Herzlich willkommen hier. Oder warte mal, Connected Noob. Buffert's bei dir auch ständig? Dann können wir es ja vielleicht da auch mal mit ausschließen. Die Stadt, hier passiert ja nichts, ne? Die kann ja derweil ein bisschen wachsen und gedeihen hier. Wir haben da sowieso, glaube ich, noch... Ja, ist schon ausgewiesen. Hier? Oh, schon fast alles belegt. Wahnsinn. Bei dir ist alles bestens. Dann vermute ich fast, dass beim Sharky gerade irgendwie auf dem Weg zu dir irgendwie Probleme sind. Okay, dann kann ich ja aber das Multiplattform lassen. Habe ich die ganze Zeit gequatscht und keiner hat mich gehört. Oh Leute, ihr macht mir einen Stress hier. Aber danke, danke fürs Feedback, ich hätte das sonst nicht gemerkt. Viele kommen rein, denken, oh, der Typ, der labert da irgendwie und ich höre nichts und hauen wieder ab. Deswegen vielen, vielen Dank. Das ist immer, was ist das denn hier eigentlich? Das ist immer gut, wenn man Feedback kriegt. Weil ansonsten kann... Achso, Grundschule abgeschaltet. Jede Aufnahme, ne, falle ich darauf rein. Mir ist ein Haarsträhne im Weg. So, jetzt, da ihr mich ja hört und auch seht, zu eurem Nachteil wahrscheinlich, Bahnhof. Ich habe eben jetzt vor lauter Panik hier irgendwie im Busbahnhof einmal kurz in die Pampa gedonnert und jetzt wieder abgerissen. Ein Bahnhof. Und zwar ein Güterzugbahnhof. Wie kriegen wir den denn hier irgendwie? Den könnten wir da hinten dran machen. Wäre das okay? Da so? Hier. Nee, hier geht's nicht. Hier genau rein wäre natürlich auch eine Idee, aber nee. Ja, und hier hinten auch nicht, ne? Irgendwie hier so. Ich finde das ganz cool, dass der dann hier so... Warte. Ich baue den mal. 60.000.
Oh. Ström kaputt. Brauchen wir da überhaupt? Ist doch hier alles. Ist doch alles verbunden hier, oder? Aber ich kann auch mal eben hier mal den Strom ein bisschen nachziehen. So, sicher ist sicher. Ich finde das hier irgendwie ganz cool gerade. Hier so Batsch. Da hinten kommen wir aber nicht mehr an irgendeine Bahnverbindung dran. Ach, hier werden wieder Mitarbeiter gebraucht. Das ist unglaublich. Und es ist wieder Nacht. Natürlich ist es wieder Nacht. Ich lege die Verbindung da hinten hin mal gleich, wenn es Tag ist. Gleise, Zuglinien. Das sind aber nur für Passagierzüge, ne? Also Güterzugbahnhöfe haben keine Haltestellen. Jo, dann brauchen wir das auch nicht. Was ist das denn? Ich habe ja überall diese Bartfussel hängen. Okay. Hier hinten war schon wieder alles voll mit Resis. Meine Güte, die bauen wie bekloppt. Ist eigentlich gut, weil dann schaffen wir recht schnell hier gleich das Upgrade. So. Da an der Autobahn. Nee. Da haben wir ja die Bäume gepflanzt, ne? Korrekt. Und hier können wir dann irgendwann weiterbauen. Wasser ist. Oh, nee. Ist nicht alles da. So. Ah, Connected Noob sagt gerade, Soundquali ist super. Alles bestens. Boah, ist das warm unter diesem Ding. Puh. Yeah. Das freut mich doch zu hören. Dann klappt das auch. Dann weiß ich jetzt auch, woran es lag. Anscheinend schickt der nur Tonspur 1 raus. Da läuft auch alles. Ja. Sehr gut. Und wir haben wieder ein Arbeiterproblem. 3 von 8 ungebildet, aber... Oh. Hier geht der Bart flöten. Ich glaube, ich darf hier so energisch reden. Ich muss eigentlich mehr so reden. Das ist irgendwie so ein Billigding gewesen hier. Für 9 Euro. Nicht genügend Arbeiter. Mann. Naja, wir warten mal, dass es Tag wird. Dann können wir da hinten nämlich mal auch schon mal die Zugverbindung bauen. Warum stehen die hier? Resis ist, glaube ich, ist eigentlich immer ganz gut bedient. Industrie ist ein Problem. Weil natürlich die Arbeiter immer fehlen. Deswegen kann die Industrie gar nicht so richtig laufen. Oh. Also einmal bei Nacht durch das Industrieviertel laufen. Nicht so spannend, ne? Industrieviertel, alles verschmockt. Alles ekelhaft. Ekelhaft. Oh, huch. Was macht der denn? Ach, hier sind wir am Hafen. Müsste hier doch irgendwo der Bahnhof sein da, ne? Ach ne, es war ja Caps Lock zum Rennen, genau. Ich erinnere mich. Der bescheuertste Hotkey überhaupt. Und da hinten ist unsere Stadt. Oh, ich sollte vielleicht mal auf der Straße bleiben.
Mal gucken, ob wir irgendwie einen guten Ort finden. Da ist doch so ein Hügel. Ja, sieht schon ordentlich aus, ne? Kann man nichts sagen.